Hallo Leute, hier ist wieder Dara mit Teil 26 von Let's Play Minecraft und wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben und wollten hier ein bisschen reingraben. Und ich werde das auch gleich tun. Wir graben uns hier ein bisschen. Na. Wir graben uns hier jetzt ein bisschen rein. Und hoffen mal, dass wir hier einige nettere Sachen finden. Ich grab hier im Prinzip drei Felder hoch. Und zwar geradeaus immer. Und das mache ich ein ganzes Stück so. Und irgendwann gehe ich dann wieder zurück. Das mache ich hier jetzt mal schnell. Ich simuliere das jetzt mal hier kurz. Und komme dann hier wieder raus. So, machen wir hier noch schnell ein bisschen mehr Licht. Und so grabe ich mich eigentlich immer durch. Und der Vorteil von dieser Geschichte ist, ich kann im Prinzip, wenn ich hier durchgehe, komplett diese ganze Reihe hier sehen, diese Reihe. Ich sehe hier die ganzen Steine und weiß immer, was sich hinter denen verbirgt. Und wenn ich dann auf dieser Seite wieder rauskomme, sehe ich die zweite Reihe. Das heißt also, ich kann immer diese beiden Reihen komplett sehen. Und müll mir alles, nicht alles mehr mit dem ganzen Material, das ich beim Abbauen so immer noch dazu bekomme, zu. Und hab so immer recht ordentlich Platz und find trotzdem einiges immer. Und die Technik, finde ich, hat sich eigentlich ganz gut bewährt. Ich habe dadurch schon sehr viele Sachen sehr schnell gefunden. Und deshalb werde ich diese Taktik auch weiterführen. Ich mach's oft noch so, dass ich irgendwann dann mal hingehe und hier abzähle 1, 2 und dann grab ich mich hier nochmal durch. Da gibt's auch einen Grund für. Und zwar sehen wir dann natürlich auch, was hier auf dem Boden und was hier an der Decke noch ist. Mache ich aber nicht immer. Ich mach's einfach nur manchmal. Ich mach's hauptsächlich so, wenn ich bestimmte Sachen brauche, also Stein beispielsweise jetzt in dem Fall. Oder wenn ich beispielsweise irgendwo Erde entdecke und ich brauche dringend Erde oder Kies oder sowas, kann es eben sein, dass ich mich auch mal so rübergrab und so dann im Prinzip solche ja, Blöcke mit vierer Anordnung habe. Also vier Blöcke direkt auf dem Boden dann. So, und ich grab mich hier noch ein bisschen rein und da haben wir schon wieder Eisen, Leute. Ich glaub's nicht. Wir haben echt richtig Glück. Ich habe mir da echt eine gute Position ausgesucht. Das war richtig genial. Oh, da geht die nächste Spitzhacke drauf. Wir haben hier echt richtig Glück mit dieser Mine. Ich hab's da echt gut getroffen. Freut mich sehr, dass das gleich so viel Eisen immer wieder gibt. So. Dann machen wir hier unten wieder zu. Und machen hier weiter. So. Das sieht schon mal ganz gut soweit aus. So, im Video kommt das hier vielleicht teilweise ein bisschen dunkel rüber, aber ich kann hier nicht so viele Fackeln aufstellen. Ich hoffe, dass es einigermaßen reicht. Und ja, also jetzt zum Beispiel gerade dürfte es wahrscheinlich schon relativ dunkel sein. Ich mache hier nochmal eine Fackel hin. Wenn ich das Ganze nicht filmen würde, würde ich die Fackeln nicht ganz so nah beieinander immer platzieren, weil das natürlich eine Menge Fackeln verbraucht. Aber es bringt ja auch nichts, wenn ich hier zu wenig Fackeln aufstelle und ihr im Prinzip nichts davon seht, was ich hier mache oder was ich finde. Und aus dem Grund werde ich mal schauen, dass ich hier in regelmäßigen Abständen eben wieder ein paar Fackeln aufstellen. Machen hier vielleicht noch mal eine. Und meine nächste Spitzhacke verabschiedet sich.
So, schauen wir mal. Wir haben hier oben nichts Besonderes. Leute, ich mache hier noch mal eine Fackel hin und ups, das wollte ich nicht. Wir schauen uns kurz mal an. Wir haben jetzt in relativ kurzer Zeit dieses ganze Ding hier im Prinzip erforscht und sehen hier im Prinzip ganz genau, was wir hier haben. Das war in relativ kurzer Zeit. Wir haben hier sehr, sehr viel in dieser kurzen Zeit erkennen können und das einmal links und einmal rechts von uns ist eine feine Sache. Und wir gehen jetzt erstmal kurz hier rein und ich lade hier mal ein paar dieser Steine ab, die wir in dieser Menge nicht brauchen. Ich lade auch den ganzen Dreck hier mal ab, den brauchen wir nämlich auch nicht. Denn ich habe inzwischen, wie ich schon gesehen habe, ordentlich Kies dabei. So, und wir gehen wieder hoch. Denn, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ich habe hier inzwischen wieder Eisen gefunden und ich habe auch noch Leder und wir haben wieder Tag, sehr schön. Dann gehen wir auch direkt wieder runter. Ich packe hier das Leder nochmal rein. Und die beiden Eimer hier. Die brauchen wir nämlich jetzt momentan nicht. Dann packen wir hier nochmal Eisen rein und nochmal ein bisschen Holz. Das sollte reichen. Ich mache mir jetzt nochmal ein paar Stöcke und ich habe. Ah, ich habe nur noch 64 Holz, stimmt. Wir machen das ein bisschen anders, als ich das eigentlich vorhatte. Wir gehen wieder Holz hacken, da wir viel Holz brauchen werden. So. Also. Tür auf. Und. Nichts da. Tür wieder zu. Keine Creeper. Okay. Auch gut. Ach, diese Höhlen da hinten. Irgendwie reizen die mich gerade, aber. Oh, eine Feder. Ich will eigentlich ungern jetzt schon auf Entdeckungstour gehen durch die ganzen Höhlen. Ich hätte dazu nämlich gern eine Eisenrüstung. Und für eine Eisenrüstung. Ich weiß nicht. Für eine Eisenrüstung haben wir eigentlich ein bisschen wenig Eisen momentan noch. Ich will nicht gleich wieder das ganze Eisen verbrauchen, das ich jetzt habe. Das wäre ein bisschen schade. So, schauen wir mal. So. Hier ist irgendwo eine Spinne. Und wenn wir Glück haben, ist die auch irgendwo überirdisch. Nein, scheint nicht hier zu sein. Na komm schon, ja. Also ich kann die Spinne nirgends sehen. Wir gehen einfach mal weiter hier. Nein, hier ist keine Spinne. Doch, natürlich. Ah. Na komm schon, nicht abhauen. Okay. Die wollte uns wieder mal nichts geben. Auch gut. Ah. Oh.
Leute, ihr habt den Signalton gehört. Wir haben schon wieder die 10 Minuten erreicht. Das geht wirklich immer verdammt schnell. Aber ich kann euch definitiv versprechen, das wird garantiert nicht der letzte Teil sein. Wir machen natürlich weiterhin weiter mit dieser Serie und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit meiner Serie. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Während ich hier noch diese Setzlinge einsammle und ja, wir sehen uns dann im nächsten Teil. Ciao.